Hallo, wie schön, dass du auch beim dritten Teil dieser Übungswoche dabei bist. Ich habe dir ja versprochen, dass wir heute darüber reden, wie wir die Extrema dieser E-Funktionschar berechnen. Darum soll es auch heute gehen. Wenn du allerdings das Video von gestern verpasst hast, denn dort habe ich dir erklärt, wie man diese E-Funktionschar ableitet, dann würde ich sagen, machst du kurz Pause, schaust in die Infobox und klickst dort den ersten Link, den du findest, an. Denn die beiden ersten Ableitungen dieser Funktion, die werde ich heute in diesem Video verwenden und nicht nochmal herleiten. Ich würde allerdings sagen, wir verlieren jetzt nicht allzu viel Zeit und wir sehen uns auf meinem Desktop. So, du weißt ja, dass man die Extreme einer Funktion eigentlich immer in drei Schritten berechnet. Der erste Schritt ist die notwendige Bedingung, der zweite Schritt die hinreichende und der dritte Schritt dann dementsprechend die y-Koordinate. Wenn dir noch nicht ganz klar ist, warum man das Ganze genauso macht, dann würde ich sagen, machst du ganz kurz Stopp und schaust bitte in die Infobox. Dort habe ich dir ein Erklärungsvideo zu der Extrema-Berechnung gemacht. Dort habe ich dir ganz genau erklärt, warum man die erste Ableitung gleich 0 setzt, warum man die zweite Ableitung braucht und so weiter und so fort. Jetzt fangen wir allerdings an mit unserer notwendigen Bedingung, nämlich die erste Ableitung gleich 0. Im letzten Video habe ich ja mit dir schon die erste Ableitung gebildet. Diese war e hoch ax mal Klammer auf 3 plus ax Klammer zu. Und laut unserer notwendigen Bedingung müssen wir diese ja genau gleich 0 setzen. Wie gesagt, wenn dir das nicht klar ist, warum man das macht, und du es aber trotzdem gerne wissen möchtest, mach kurz Stopp und schau dir das andere Video an. So, und auch schon bei der Nullstellenberechnung, also das heißt im ersten Video dieser Reihe, so nenne ich es jetzt mal, habe ich dir schon den wichtigsten Satz zur Nullstellenberechnung erklärt. Und im Endeffekt ist es hier ja auch eine Nullstellenberechnung, denn wir berechnen die Nullstellen der ersten Ableitung. Das heißt, auch hier sehen wir eine Malrechnung, die E-Funktion ist ja ausgeklammert, also steht hier ja hier e hoch ax mal diese Klammer. Also wir reden von einem Produkt und ein Produkt wird dann gleich 0, wenn eines der einzelnen Faktoren 0 ist. Und das ist ja der Satz vom Nullprodukt. Den habe ich dir ja, wie gesagt, schon ausführlich im ersten Video bei der Nullstellenberechnung ja erklärt. Also wissen wir, dass wir im Endeffekt e hoch ax gleich 0 setzen müssen und den zweiten Faktor, also 3 plus ax gleich 0 setzen müssen. Auch im ersten Video habe ich dir erklärt, dass die e-Funktion, also e hoch irgendwas, niemals gleich 0 wird. Das heißt, hier werden wir keine Nullstelle der ersten Ableitung und dementsprechend auch keine x-Koordinate eines möglichen Extremas finden. Das ist etwas, was du dir bitte sofort als dicke Notiz machst, e hoch irgendwas, und dabei kann hier alles Mögliche stehen, wird niemals gleich 0. Den zweiten Faktor, den können wir sicherlich nach x auflösen. Und komm auch hier bitte nicht durcheinander. X ist deine Variable, das erkennst du wie gesagt daran, dass es in der Klammer steht. Und a ist einfach nur eine unbekannte Zahl. Das heißt, das a werden wir jetzt genauso wie eine Zahl behandeln. Als allererstes verrechnen wir diese Gleichung mit minus 3. Denn wir wollen diese Gleichung ja nach x auflösen, dann haben wir diese plus 3 auf jeden Fall schon mal weg. Insgesamt sind wir dann bei ax gleich minus 3, denn diese minus 3, die hebt auf der linken Seite diese plus 3 weg und auf der rechten Seite, ja, 0 minus 3 ist genau minus 3. Wir wollen noch weiter nach x auflösen. Du weißt ja, wenn da steht 2x, dann steht das ja für 2 mal x. Dann würdest du diese Gleichung durch 2 teilen. Hier steht ax und ax steht für a mal x. Wir wollen dann diese Malrechnung wegbekommen, also teilen wir diese Gleichung durch a. Insgesamt sind wir dann bei x gleich minus 3/8. Denn wenn du etwas bei einer Gleichung machst, dann musst du es ja auf beiden Seiten machen. Indem wir diese Gleichung durch a teilen, verschwindet das a von der linken Seite und x bleibt übrig. Ja, und minus 3 durch a, das ist ein Trick, den ich dir immer rate, wenn du eine Geteiltrechnung machst. Dann stell dir das Ergebnis einfach als Bruch dar. Ein Bruchstrich ist immer eine Geteiltrechnung. Also 3 durch a ist 3/8. 10 durch b sind 10 Betel, 100 durch c sind 100 Zetel. Ich glaube, du merkst, was ich jetzt gerade meine. Also, minus 3 durch a sind dann dementsprechend minus 3/8. Das ist also unsere einzige x-Koordinate eines möglichen Extremas. In dem Erklärungsvideo habe ich dir ja schon erklärt, warum das ein mögliches Extrema ist. Jetzt wollen wir allerdings wissen, ob das tatsächlich ein Extrema ist und wenn ja, ob es ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist. Ja, und dafür ist ja die hinreichende Bedingung zuständig. Nämlich, die hinreichende Bedingung sieht ja immer so aus, dass wir dann unsere berechnete x-Koordinate in die zweite Ableitung einsetzen und das Ergebnis dann deuten. Unsere zweite Ableitung, das hatte ich ja im letzten Video mit dir berechnet, war das hier. Und dort müssen wir jetzt genau unsere berechnete x-Koordinate einsetzen. Das heißt, wir ersetzen jedes x durch genau minus 3/8. Also sind wir bei f' von minus 3/8 gleich e hoch a mal minus 3/8 mal, Klammer auf, 4a plus a Quadrat mal minus 3/8. Wie du siehst, wir ersetzen tatsächlich nur das x, nicht das a. In der hinreichenden Bedingung also immer darauf aufpassen, dass du dann tatsächlich nur dein x durch deine mögliche Extremstelle ersetzt.
So, wenn wir den Spaß jetzt hier ein bisschen vereinfachen, sehe ich als erstes hier eine Malrechnung. A mal minus 3 Artel. Ich hatte ja gerade schon erklärt, dass ein Bruch auch für eine Geteiltrechnung steht. Also stell dir bitte mal vor, hier steht 3 durch A und dasselbe nehme ich dann nochmal mal A. Wenn man eine Zahl durch eine andere Zahl teilt und dann nochmal mit derselben anderen Zahl mal nimmt, hebt sich das quasi weg. Stell dir mal bitte vor, du teilst die 8 durch die 2 und nimmst das Ergebnis dann nochmal mal 2. Ja, dann bist du wieder bei 8. In dem Fall teilen wir die 3 durch A und nehmen es wieder mal A. Also bleibt die 3 in dem Fall dann, weil noch ein Minuszeichen davor steht, die minus 3 übrig. Und hier werden wir ganz einfach unsere Rechenregeln wieder genauso anwenden. Plus mal Minus wird Minus ergeben. Dann steht da eine a Quadrat mal 3 Artel. Dann können wir kürzen. Wir haben ja eine Malrechnung. Also kürzen wir das a mit dem Quadrat weg. Ja, und minus 3a wird als erstes einmal übrig bleiben. Insgesamt sieht das dann so aus. Also wie gesagt, hier steht 3 durch a mal a. Durch a mal a hebt sich weg. Und dadurch, dass da ein Minuszeichen davor steht, bleibt minus 3 übrig. Hier aus Plus mal Minus ergibt Minus. Und dann kannst du dir vorstellen, dass man hier sich hier meinetwegen Eintel drunter vorstellen kann. Immer wenn man eine reine Zahl hat, also was wie 9, kann man sich einfach, wenn man da einen Bruch haben möchte, Eintel drunter vorstellen. Und dann können wir kürzen, nämlich dieses a mit dem a Quadrat. Dann bleibt hier ein a übrig. Also sind wir dann bei minus 3a. Ja, als letztes werden wir hier noch 4a minus 3a ausrechnen und sind dann sicherlich bei e hoch minus 3 mal a. Du weißt ja, dass die hinreichende Bedingung immer dazu dient, zu entscheiden, ob etwas größer 0 ist, kleiner 0 ist oder gleich 0 ist. Denn wenn das Ergebnis größer 0 ist, dann sprechen wir von einem Tiefpunkt. Wenn das Ergebnis kleiner 0 ist, sprechen wir von einem Hochpunkt. Wenn das Ergebnis gleich 0 ist, dann von einem Sattelpunkt. Hier haben wir allerdings ein kleines Problem. Eine Sache wissen wir. E hoch irgendwas ist immer positiv. Also, der Teil ist auf jeden Fall positiv. Wir wissen allerdings relativ wenig über dieses a. Außer, dass das a ungleich 0 ist. Das stand so in der Anfangsaufgabe, wenn du dich erinnerst. Das heißt allerdings auch, dass das a eine positive Zahl sein kann und eine negative Zahl sein kann. Das heißt, hier steht auf jeden Fall positiv mal etwas, was wir nicht wissen. Und wenn das der Fall ist, dann brauchst du eine Fallunterscheidung. Stellen wir uns als erstes mal vor, dass das a negativ ist, also kleiner als 0. Dann steht jetzt hier etwas Positives mal etwas Negatives. Plus mal Minus, also positiv mal negativ, ergibt auf jeden Fall als Ergebnis negativ. Und du weißt ja, wenn das Ergebnis der hinreichenden Bedingung negativ ist, also kleiner als 0 ist, dann sprechen wir von einem Hochpunkt. Im anderen Fall kann das a ja noch größer als 0 sein. Das heißt, dann ist das e hoch irgendwas, ist immer positiv, dicke Notiz, mal etwas Positives, also Plus mal Plus, wird als Ergebnis auf jeden Fall positiv sein. Ja, und wenn die hinreichende Bedingung als Ergebnis etwas Positives hat, dann sprechen wir von einem Tiefpunkt. Also haben wir jetzt hier beide Fälle, die wir untersuchen mussten, ja abgeschlossen. Gleich 0 konnte nicht sein, denn das wurde in der Aufgabenstellung direkt rausgenommen. Im dritten Schritt müssen wir jetzt noch die y-Koordinate berechnen. Bitte komm hier niemals durcheinander. Wir wollen nicht die y-Koordinate von dem Ergebnis deiner hinreichenden Bedingung. Die y-Koordinate, die wollen wir immer von dem Ergebnis der notwendigen Bedingung. Denn das hier war dein mögliches Extrema. Und wir wissen jetzt sozusagen, wenn das a kleiner 0 ist, weiß ich, bei dieser x-Koordinate habe ich einen Hochpunkt. Wenn das a größer 0 ist, weiß ich, dass ich bei dieser x-Koordinate einen Tiefpunkt habe. Und genau von dieser x-Koordinate wollen wir unsere y-Koordinate. Y-Koordinaten berechnet man immer, indem man die x-Koordinate in deine Ausgangsfunktion einsetzt. Zur Erinnerung, das war deine Ausgangsfunktion. Und dort ersetzen wir jetzt jedes x durch minus 3 Artel, sind dann also genau hierbei. Denn wir haben das x durch minus 3 Artel ersetzt und das obere auch durch minus 3 Artel. Ja, minus 3 Artel plus 2 Artel. Erinnere dich bitte, Brüche kann man dann zusammenfassen bzw. Plus und Minus rechnen, wenn sie denselben Nenner haben. Und das haben sie. Sie haben beide Artel. Und ja, wie berechnet man das dann? Ja, Brüche, wenn sie denselben Nenner haben, muss ich ja eigentlich nur die Zähler verrechnen. Also minus 3 plus 2. Minus 3 plus 2 ist minus 1, also wird hier minus 1 Artel rauskommen. Stell dir bitte sowas vor wie minus 3 Viertel plus 2 Viertel. Da würdest du ja auch sagen, okay, das Ergebnis hat wieder Viertel und ich muss in meinem Kopf eigentlich nur rechnen, minus 3 plus 2, also minus 1 Viertel. Und genauso funktioniert das mit Artel auch. Ja, und hier positiv mal negativ wird negativ sein und das a werde ich wegkürzen können. Dementsprechend bleibt da e hoch minus 3 übrig.
Also, was haben wir jetzt daraus gelernt? Wir wissen jetzt, dass wir für a kleiner 0 einen Hochpunkt mit dieser x-Koordinate und dieser y-Koordinate haben. Und wir wissen, dass wir für a größer 0 einen Tiefpunkt ebenfalls mit der x-Koordinate und mit der y-Koordinate haben werden. Das war's für heute. Morgen geht's weiter und zwar mit der Wendepunktberechnung dieser E-Funktion. Ja, wenn du das nicht verpassen möchtest, würde ich sagen, klickst du hier auf mein Icon. Dort kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren und wirst sofort benachrichtigt, wenn mein Video online geht. Eine weitere Sache habe ich noch. Wenn du weitere Videowünsche hast, hast du zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du mir sie gerne hier in die Kommentare schreiben. Und das zweite ist, du schaust in der Infobox, dort findest du einen Link zu meiner Facebook-Gruppe. Dort kannst du natürlich Mitglied werden. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Was hast du davon? Naja, in der Facebook-Gruppe hast du zum Beispiel die Möglichkeit, Fotos von deinen Aufgaben zu posten, die du gerechnet hast. Dann kann ich nochmal drüber gucken, ob alles richtig ist. Andererseits kannst du dort auch einfach nur weitere Videowünsche einfordern. Drittens kannst du aber auch die Aufgabe, bei der du gerade vielleicht hängen solltest, fotografieren und das Bild posten, sodass ich dir auf jeden Fall bei der Lösung dieser Aufgabe helfen kann. Ich würde sagen, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Lernen bzw. viel Erfolg und morgen sehen wir uns wieder.